Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind im Jahr 1700 angekommen. London wächst und gedeiht, ebenso die Provinzstädte. Und wir haben ein neues Schiff bekommen von den Schweden und das können wir hier sehr schön in unsere Transportflotte mit aufnehmen. Wunderbar, bringen wir also hier an den Hafen ran. Und wir wollen weiter erkunden. Machen wir das Feld mal. Hier ist auch nichts gefunden worden, also gehen wir jetzt hier mal systematisch irgendwie weiter vor. Gut, die Straße führen wir jetzt hier weiter, damit wir das Zuckerfeld auch noch anschließen. Und hier würde ich sagen, machen wir die Straße mal hier weiter, damit wir das Tabakfeld mit anschließen. So, und ihr seht, ich gucke jetzt ganz kurz mal, wie viel Zucker wir haben. 14. Hervorragend. Das heißt, wenn wir hier unten das angeschlossen haben, hätten wir 15... Und wenn das fertig ist, 16. Also werden wir erstmal hier weiter ausbauen und dann vielleicht mit dem Tabak weitermachen. Das passt ja alles. So, wir verdienen jetzt ganz gut Geld. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden mal hier in der Diplomatie, werden wir mal hier unsere Handelspolitik noch ein bisschen großzügiger gestalten. Und zwar gegen für Schottland 25%, für Dänemark 25% und für Italien, um einfach hier die noch stärker an uns zu binden. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Gut, soweit dazu. Hier haben wir alles gemacht. Allerdings denke ich, unsere Armee ist jetzt hier ausgeheilt. Wir sollten jetzt zum Angriff blasen. Und ich glaube, hier sind weniger Einheiten. Greifen wir erstmal einen Bronco an, weil ich habe die Angst, wenn wir hier... Sie werden natürlich dann fliehen hierhin und es wird dann umso stärker. Nee, sie können nicht fliehen. Ha! Sie können nicht fliehen, weil die Portugiesen dazwischen sind. Das ist gut. Dann lasst uns erstmal die nehmen. Und mal gucken, wie stark oder schwach die sind. So, mit voller Power hier gegen Bronco. So, und jetzt haben wir nicht ganz so viel, weil das war nur ein Transportschiff. Aber immerhin ganz anständig. Wir können wieder 8-mal Erz hier rüberbringen. Und einmal mehr Gewürze und damit sind wir schon wieder bei 5. Ja, so schnell ist das weg, die neue Transportkapazität. Hier sind wir allerdings auch bei 13. Und das brauchen wir gar nicht im Moment. Jetzt bin ich am Überlegen, gibt es irgendwas, wo wir das sinnvoller einsetzen könnten? Na, bald wird das kommen. Wir könnten vielleicht hier noch ein bisschen Fisch mehr machen. Weil wir haben... Naja, lassen wir das erstmal so ein bisschen. Völlig in Ordnung. So, ihr seht, wir können jetzt Zigarren produzieren, haben aber den Tabak dafür noch nicht. Allerdings haben wir jetzt den Zucker. Und das ist sehr gut. Jetzt werden wir mal kein Papier mehr, sondern 7 Zucker. Und damit sind wir auch wieder in der Situation... Nein, verdammt, wir müssen sogar einen Arbeiter wieder freisetzen erstmal. Nehmen wir mal von der Textilfabrik. Und dann können wir hier in die nächste Ausbildung investieren. Jawohl. Sehr gut. 13,9. Das lassen wir also erstmal so. Gut. Okay. Mehr gibt es da im Moment nicht zu sagen. Hier habe ich gesehen, hier sollten wir was Nächstes wählen. Was ist denn hier noch möglich? Hutproduktion? Ja. Da könnten wir wieder spionieren. Die Frage ist, ob wir nicht selber mal wieder irgendwas investieren sollten. Was ist sinnvoll hier? Baumwolle machen wir nicht. Stufe 3 Zuckerrohr. Wir haben noch nicht mal überall Stufe 2 ausgebaut. Das ist überhaupt auch das nächste, was wir durchaus mal angehen könnten. Stufe 3 Getreide. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Warte mal. Haben wir etwa schon Stufe 3 Vieh? Das habe ich möglicherweise total vergessen. Tatsächlich, wir haben die Viehwirtschaft schon auf Stufe 3. Das heißt, wir könnten schon Stufe 3, aber das ist super teuer. Das ist im Moment auch nicht nötig. Deswegen werden wir auch nicht Stufe 3 Getreide machen. Edelsteine sind wir schon. Ach so, wir brauchen ja Ausbildung zum Geselle. Genau, das ist ja die Voraussetzung, dass wir das mit dem Tabak überhaupt vernünftig nutzen können. Dann würde ich sagen, investieren wir mal das Geld hier rein.
sind wir mal der Zeit voraus. Treten mal ganz großkotzig so auf. Okay, mehr brauchen wir nicht. Dann bin ich jetzt gespannt, wie dieser Kampf jetzt laufen wird. So, Portugal wünscht ein Bündnis. Das ist doch hervorragend. Das passt mir sehr, sehr gut jetzt in den Kram. Ich meine, wir sind Nachbarn hier. Die wollen sich sicher auch absichern. Aber wir brauchen auch eine Absicherung. Insofern nehmen wir das sehr, sehr gerne an. So, Holland bietet 2 Kupfer jetzt diesmal sogar. Ich nehme aber nur eine. Eieieiei. Oha. Das wird nicht einfach werden, weil das sind extrem starke Einheiten. Na gut, wir müssen... Pikenträger. Die sind leider gegen die... Die sehen zwar gut aus, sind aber nicht wirklich gut. So, in zweiter Reihe stelle ich jetzt mal die Musketiere. So, da haben wir noch Speerkavallerie und jetzt kommt die Feldartillerie. Okay. Und ich würde sagen, wir stehen jetzt mal rein defensiv. Ja, das kommt aber ganz gut rüber. Sehr schön. Der erste ist schon mal außer Gefecht gesetzt. Ah ja, die Musketiere sind echt cool. Der zweite. Okay. Das sieht ganz anständig aus. Können wir hier schon aktiv feuern? Nee. Ich würde mal fast sagen... Die werden ja fliehen. Können wir die Einheiten irgendwie so stellen? Ich bringe die mal nach hinten. Ich möchte eigentlich nämlich... Obwohl... Nee, wir müssen weiter defensiv stehen. Wisst ihr was? Wir werden sogar uns komplett so wie wir sind einmal zurückziehen. Um... Vielleicht nochmal den Vorteil des Defensivschusses zu bekommen. Also ein kleiner taktischer Rückzug der Stellung. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, das hat sogar funktioniert. Sehr schön, das heißt die nächsten beiden müssten wir dann auch ausschalten können. Wunderbar, Taktik voll aufgegangen. Hervorragend, damit haben wir nur noch 3 intakte Einheiten, die jetzt... auch angreifen können, aber die sollten wir dann im nächsten Zuge... Oh, schaut mal, was für einen Schaden die machen. Die sind wirklich richtig gut. Aber jetzt können ja unsere Fernkampfeinheiten aktiv angreifen. Das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. So. Fast zu schade, jetzt hier eine Fernkampfeinheit für zu verschwenden. Deswegen gehen wir jetzt hier nach vorne. Wunderbar. Dann feuerst du hier hin. Das sieht auch gut aus. Du schießt sehr schön und du schießt auch. Und damit haben wir die vollständig erledigt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt fliehen können. Oder ob wir sie jetzt einfach nur nacheinander irgendwie erledigen können. Keine Ahnung. Ich glaube, eigentlich dürfen sie nicht fliehen können, wenn ich das jetzt... von der Karte her richtig interpretiert und in Erinnerung habe. Aber sie fliehen trotzdem. Die Frage ist, wohin? Schnell sind sie ja. Das muss man ihnen lassen. Können wir noch einen Schuss abgeben? Ja. Okay, die erreichen wir damit nicht mehr, aber den können wir mit den Kanonen noch töten. Das bringt eigentlich hier gar nichts mehr. Ja, die sind weg. Obwohl, hier kommen wir noch einmal ran. Sehr gut. Ach, schade. Okay, brauchen wir nicht machen. Können wir abkürzen. Die werden das Gelände verlassen. Und damit haben wir die Provinz eingenommen. 3 Einheiten sind dort verloren gegangen. Und hier haben wir dann das nächste Schiff versenkt, der Schweden. Ha. Hier ein Schiff gekapert. Hervorragend. Ein kleines Handelsschiff. Und noch was, ein Schiff versenkt. Offenbar haben die nachgebaut, ich weiß gar nicht. Die Holländer erobern eine französische Provinz und töten eine Feldartillerie. Sehr gut.
Frankreich erobert dort holländisches Gebiet und wir das Land der Cherokee. Prima. Jetzt brauchen wir hier noch den finalen Angriff auf die Hauptstadt. Und ich glaube, das wird nochmal ein Tick schwieriger. Wir sollten uns auf jeden Fall komplett ausheilen, denke ich, bevor wir das angehen. So, neues Bündnis mit Portugal. Sehr gut. Und unsere Armee ist schwach. Ja, die französische Armee ist doppelt so stark. Das ist klar. Das Reich ist aber auch mindestens doppelt so groß. So, das haben wir hier neu erobert. Bronco ist noch nicht mal vollständig. Boah, hier ist ja noch mehr Gewürze. Das ist ja ein reiches Land hier. Großartig. Hier ist tatsächlich auch noch Kupfer gefunden worden. So, die Straße dorthin wird gebaut. Wir könnten hier gleich weiterbauen zu den... Oder wir bauen hier zum Gewürz weiter, aber das würde man vermutlich vom Norden aus machen. Das macht er hier. Ja, ich würde sagen... Wobei, der arbeitet da jetzt noch so blöde rum. Hier haben wir allerdings auch noch einmal Gewürze. Das heißt, wir können von hier aus eine Straße bauen. Das ist gut. So. Dann zieh einfach die Straße hier weiter runter. Okay, der Zucker ist jetzt dabei. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 15. Da wird jetzt Nummer 16 angeschlossen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen dann erstmal mit den Gewürzen weiter. Ja, sehr gut. So, wie ist der Stand der Dinge? Ja, ein bisschen müssen wir abwarten. Gehen aber schon mal in Position. Das ist das neue Schiff. Das ist ein kleines Handelsschiff. Das schicken wir dementsprechend auch in die Heimat. Kannst du direkt in den Hafen? Ja, da hätte ich vorhin wahrscheinlich auch direkt in den Hafen fahren können. Aber völlig in Ordnung so. Gut. Okay, da warten wir, bis wir 16 haben, bevor wir hier mehr transportieren. Das ist soweit in Ordnung. Wir brauchen jetzt, ja, ja, 19 Vieh jetzt auch. Also, jetzt wird was mit dem Vieh knapp. Könnte sein, dass wir bald auf Stufe 3 gehen müssen. Und das wird im Ausbau dann richtig heftig teuer. Haben wir überall Stufe 2 erreicht beim Vieh? Hier haben wir das. Hier haben wir das. Da haben wir das. Da, da. Ja. Tja, oder wir holen es per Flotten. Per Handel rüber. Aber diese wertvolle Kapazität, ich weiß nicht so recht. Na gut. Okay. Dann ist hier soweit alles in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Wir haben jetzt den 8. Lehrling. Wir haben bald mehr Lehrlinge als Landarbeiter. Und wow, 40, 41 Arbeitskraft. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, die müssen wir jetzt vernünftig aufteilen. Wir haben freie Kapazitäten, denke ich. Wir werden nicht so viel Papier. 4, 2, 4, 7. Ja, so viel frei ist gar nicht. 14, 11. Woran wir durchaus auch mal denken könnten, wäre... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde tatsächlich hier noch einen neuen Baumeister, glaube ich, uns holen, damit wir nebenbei ein paar Sachen... Aber wartet mal, was macht wer nochmal? Ich habe das... Manchmal vergesse ich das. Der Baumeister kann... Den hatten wir hier... Ich nehme den nochmal zurück. Ach so, der kann nur diese Geschichten ausbauen. Ja, und der andere, der kann ja auch zum Beispiel Forts bauen. Ich glaube, ich will jetzt mal den anderen, den Ingenieur. Der kann nämlich auch Städte entwickeln, deswegen... werden wir jetzt, glaube ich, noch einen weiteren Ingenieur uns holen. Das Geld haben wir dafür. Kein Problem soweit. Gut, dann gucken wir mal zum Handel rüber. Und es bleibt hier bei unserem üblichen Handelsschema, würde ich sagen.
Forschung läuft alles. Können wir uns Gott sei Dank auch leisten. Alles in Butter im Moment. So, Holland bietet zweimal Kupfer. Nehmen wir aber nur eine Einheit. Und Frankreich verteidigt sich gegen Holland. Und Holland nimmt woanders eine Provinz ein. Kommt es mir so vor, da haben sie jetzt hier so einen kleinen Vorteil errungen gegen die Franzosen. Das wäre wirklich schön. Wäre wirklich schön. So. Prima. Ein neuer Spezialist ist dabei und Nachrichten aus der ganzen Welt. Spanien erklärt jetzt auch noch Schweden den Krieg. Ach du Schreck. Nicht, dass die jetzt dort auf dem Festland alle landen wollen und mir das Land dort wegnehmen. Das wäre natürlich fatal. Wo wir uns doch hier erstmal mit den Indianern befassen wollten. Hier oben ist Sumpfgebiet, was wir erkunden können. Ja, machen wir hier doch weiter mit den Gebirgen. So, wir wollten, glaube ich, hier eine weitere Straße setzen. Und wir wollten hier durch den Sumpf gehen, um den Zucker hier ranzuholen. Und du bist neu dabei. Und warte mal, kann man mit denen wirklich diese Städte ausbauen? Wie war das noch? Nee, das war doch mit den anderen. Aber egal. Wir bauen mit dir erstmal Forts. Forts in der neuen Welt, um die Schlüsselstädte zu sichern. Eine Schlüsselstadt war Ottawa. Damit beginnen wir. So, du bist hier mit dem Zucker durch. Dann mach mal hier durchaus mit den Gewürzen weiter. Okay, und die Armee? Die ist erstmal nur dort angekommen. Die muss jetzt erstmal ausheilen. Die bringen wir in Reserve und das ist nochmal ein neues Schiff. Ah ne, das ist jetzt angekommen. Genau. Das geht jetzt vor Anker. Das heißt, wie viel? Wir haben wieder ein bisschen neue Kapazität. Das kommt aber jetzt auch genau richtig. Wir können nämlich jetzt wieder zweimal mehr Zucker rüberholen. Hervorragend. Und ja, im Moment brauchen wir gar nicht so viel mehr. Nehmen wir hier einmal Fisch mehr mit rüber. Dann haben wir da ein bisschen Reserve. Gut. Okay. Beim nächsten Mal heißt es, wir können schon wieder ausbilden. Das heißt, es bleibt hier, denke ich mal, einfach so, wie es ist. Jetzt bin ich am Überlegen, wollen wir uns noch eine Galeone leisten? Schwierige Frage, ne? Na, im Moment können wir das ganz gut kompensieren. Wir können uns jederzeit eine Galeone leisten. Machen wir es im Moment erstmal noch nicht. Aber es kommt jetzt möglicherweise viel neue Gewürze und so rein. Doch, wir brauchen eine. Wir brauchen eine. Wir haben jetzt irgendwie 3, 4 neue Gewürzfelder. Und das sollten wir durchaus mit rüberbringen. Insofern, her damit. Wir können sie uns auch locker leisten. 8,4 ist kein Problem. Nahrung mit dem Getreide müsste auch drin sein. Gut. Dann machen wir das so. Wir produzieren nur 2. Das ist eigentlich auf Dauer nicht so toll. Würde gern 3 produzieren, weil wir zum Beispiel halt immer Stoffe auch für die Schiffproduktion brauchen. Da könnten wir bei Zeit mal ein bisschen umdisponieren. Müssen wir gucken, zum Beispiel jetzt hier beim Metall einmal hochgehen. Das ist gut. So, Handel bleibt wie er ist, das hier auch. Und damit gehen wir noch einmal in die nächste Runde. So, Irland bietet Kupfer, nehmen wir an. Holland bietet ebenfalls Kupfer, nehmen wir auch. Nehmen wir das einmal an. Einmal reicht. Schweiz legen wir auch ab. Was war das denn jetzt hier eben gerade? Warum dieser Kanonendonner? Frankreich, Holland. Frankreich hat ein Fort in Holland zerstört und weitere Gebiete erobert. Langsam wird es eng für Holland. Und die Portugiesen greifen tatsächlich die Schweden an. Allerdings scheitern sie. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre wirklich jetzt bitter gewesen, wenn die dort angefangen hätten zu erobern. Aber was ist bei uns passiert?
Das klang jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Dampfkraft. Ach, das war das Signal, glaube ich. Also, beim Bergbau ermöglicht Stufe 3 Eisenerz. Frühe Errungenschaften mittels der Dampfkraft ermöglichen tiefere und produktivere Eisenerzminen. Baumeister können Minen auf die Produktion von 3 Eisen pro Zug ausbauen. Diese Entwicklung führt zur Stahlerzeugung. Und wir haben eine neue Galeone. Sehr schön. Mit der fangen wir dann aber erst beim nächsten Mal etwas an. Jetzt machen wir unsere übliche Pause. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.